Genau, hier wollte ich raus. Schneller. Das kannst du hier nicht tun. Warum kann ich das hier nicht tun? Lauf, Blätze. Ungläubiger. Kennst du Gera? Den Typen aus den Hügeln vor der Stadt. Der Schafskäse auf dem Markt verkauft. Hexer, gute Leute, sind wie Nekrophagen. Eigentlich. Ah, das ist eine Quest. Ich lasse nochmal außen vor. Die weiten Felder gehen wir durch. Macht Platz, hier kommt der Landvogt. Aus dem Weg. Interessant, dass wir hier noch nicht waren. Ja, wir sind ja, nachdem wir die Tochter gefunden haben, sind wir direkt zurück zum Grafen. Und haben uns hier noch nicht, haben uns hier nicht umgeguckt. Los, lauf! Deswegen. Hier gibt es eine Taverne. Eine Quest würde ich jetzt eigentlich nicht annehmen, aber... Was ist denn hier los? Geht dich nichts an, klar? Ich bin auf dem Gebiet ja kein Experte, aber ihr zwei seht aus, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Ja, das stimmt wohl. Die Scheune ist voll mit irgendwelchen Bestien. Wir haben sie eingesperrt, aber das wird nicht lange halten. Und das wenn sie rauskommen, ist die Hölle los. Wir sind nicht reich, aber wenn du das Gewürm beseitigst, bezahlen wir dich. Gut, ich versuche euch zu helfen. Wir lassen dich in die Scheune. Öffne die Türen, wenn es vorbei ist. Auf geht's. Ach, Meister Hexer, sonst kommen sie raus. Pagula, okay. Auf geht's. Ein Ghoulfight Arena. Erledigt. Türen auf. Minuten natürlich. Nimm, was ich kriegen kann. Die Arbeit ist getan. In der Tat. Hier ist dein Lohn. Und danke für deine Hilfe. Lebt wohl. Erfahrungspunkte. Und 20 Kronen. Und weiter geht's plötzlich. Schneller. Eine Scheune voll Ärger. Oh, und hier haben wir neue Schnellreisepunkte. Das ist praktisch. Ein Kaufmann. Plötzlich steht eine professionelle Weg. Grüß dich. Meinen Gruß. Woher kommst du? Wohin gehst du? Hübsche Brille. Schwer zu sagen. Ich habe viel von der Welt gesehen und will noch mehr sehen. Genau wie ich. Genau wie ich. Ich sehe mich mal um, wenn es dir recht ist. Nichts, was ich bauen könnte. Nette Gegend. Das Geschäft läuft wohl gut. Es reisen viele Leute nach Norden, auch Flüchtlinge. Sie haben fast gar nichts, also helfe ich ihnen aus. Und handelst du auch mit Soldaten? Etwas Handel, etwas Bestechung und Erpressung dann und wann. Aber insgesamt bin ich zufrieden. Leb wohl. Wir sehen uns wieder, das weiß ich. Wenn eins mal klar ist in The Witcher 3, dass man die Händler wieder sieht und auch andere NPCs.
Manchmal öfters als einem lieb ist. Anwesen will, okay. Schlüssel benötigt. Geh mir aus den Augen. Okay, können wir nicht lang. Ist das große Ding. Da kommen wir wohl nicht lang. Gut, dann würde ich vorschlagen. Ab in die Stadt. In die Hafenstadt. Halt! Von dort aus auf nach Nichtskellige, sondern nach Novigrad. Okay, die wollen uns nicht helfen. Die finden wir keine Freunde. Keine Verbündeten hier. Mal schnell eine Quest nehmen. Hier, dass wir nicht die Schiffe anstören. Los, los! Ich meine, das tun wir jetzt irgendwie schon, aber. Schöne Landschaften hier Richtung Novigrad. Den Wölfen will ich gar nichts zu tun haben. Oha! Eine sehr hübsche Aussicht. Möchte ich gerade mal sagen. Oha! Meditation. Mal nötig. Auch wenn es vor dieser Aussicht bestimmt schön wäre, zu sterben. Okay. Mach wieder Linksblitze. Das war ein sportlicher Move. Ein Safe Point. Ich meine, ein Schnellreisepunkt. Nichts. Die sieben Katzen. Jetzt gibt's eine Schenke. Mal schauen, ob wir hier so schnell in die Hafenstadt kommen. Ohne weiteres. Laufplätze. Scheinbar ja. Guter Mann, ob du mir wohl in einer wichtigen Sache helfen könntest? Hey. Eine weitere Sidequest. Ein weiterer Schnellreisepunkt. Südtor. Wir reiten hier mal lang und dann bahnen wir uns den Weg durch die Stadt. Hübsch sieht es doch aus, oder? Hat was. Sich kurz um, schon sieht man wieder mehr Abschaum in Novigrad. Mutanten durften hier früher nicht. Die Stadt. Okay, gibt's einen Händler? Hilfe, rette mich, ich sterbe.
Die besten Vorräte in ganz Novigrad. Nicht drängeln. Es reicht für alle. Es drängelt doch gar keiner. Sehr gut. Manieren haben immer Vorrang. Ja. Zeig doch mal. Auch nichts so wahnsinnig Tolles. Oha. Saphirstaub. Kostet viel Geld, das Zeug. Wir haben hier was davon. Saphirstaub 124. Also 62 für 1. Vergiss es. Selbst für teurer verkaufen. Bis dann. Kaufen oder nicht kaufen? Die Ware und Tempel ist sogar dich in die Stadt. So. Okay, ich würde dann mal Richtung diesem Turm. Ich hoffe mal, hier werden wir noch später mal vorbeikommen. Wenn wir nach Skellige wollen, müssen wir eh noch mal hier rein. Ich würde mal sagen, hier wollen wir hin. Weiß nicht. Der Kleine ist... Heya! Meine Tochter nimmt mit diesem Teil. Ist der Grund, dass ich bin gelaufen. Bei den Titten einer Mitarbeiter. Das ewige Feuer. Aha. Oh. Kleines Kind. Was ist denn los? Sie. Hey, warte. Der graue Blödian. Schnappt ihn. Ach, verdammt. Genau das war doch seine Aufgabe von dem Kind, die Leute in den Hinterhalt zu locken. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich, aber haben wir's. Und ein Langschwert, das könnte Meistergegenstand. Wo ist das Kind hin? Ist jetzt traumatisiert. Inventar. Aha. 68, 98 Schaden. Guck, was er am meisten Schaden hat. Okay, er kommt plötzlich hinterher. Doch, er kommt hinterher. Lass mal gucken. Geht's Treppen. Ach, lutscht dem Teufel doch den Schwanz. Nicht so schnell, Plätze. Oh, Händler. Der Niedergang der Zivilisation. Moralischer Verfall. Ich hasse die verdammten Huren. Mann von Hurensohn. Ein Bettler. Ich war bereit, meine rechte Hand für sie zu geben. Wunderbar. Was ist passiert? Die Tempel. Okay, hier wollten wir hin. Was ist passiert?
Feuer wird uns leiden. Und dass man nicht das Nordtor ist. Das Südtor ist es. Verdammt. Zwerg. Hier wollte ich raus. Ochsenfurter Tor. Aha. Dann würde ich mal sagen. Welche in die Richtung gehen die Straße? Die wird nicht Richtung Novigrad führen. Banditen. Lasst ihn nicht zu Atem kommen. Bin schon weg. Auf zur Grenze. Oha. Das war kein Greifers. Nein, danke. Gerade kein Greifkampf. Keine Bedarf dafür. Oh, ein Weingut. Dieses Jahr sind die Stachelbeeren ganz schön sauer. Es gab ja auch nicht viel Sonne. Stimmt. Chateau Sarissen. Sehr schön. Können wir jederzeit zurückkehren. Hallöchen, immer zu Hause. Buchweizen und Hirse sollen wir anbauen. Würde sich lohnen, haben sie gesagt. Hübsch habt das hier. So, Platz, weiter geht's. Hier gibt es eine Trampelfahrt. Ne, die Hürden lassen wir aus. Aber die Richtung müssen wir. Okay, den Pfad. Will ich mal nach dort ausbrechen? Schneller. Ein Bär. Schlechte Idee. Nee, gegen den Bär sollten wir nicht kämpfen. Ich kann mich dran erinnern. Ich glaube, das haben wir vor einer langen Zeit auch schon mal gemacht. Perfektes Wetter für eine Reise. Ist in der Welt erreicht. Hier sind Drachen hier oben. Aha. Ich dachte, da ging es nach Novigrad. Umkehren oder weitergehen? Beweg dich! Auf nach Novigrad. Ja, ich komme jetzt nach Novigrad.
Hafen oder was? Umkehren oder weitergehen? Wie kommt man hier nach Novigrad? Hier haben wir einen Bär. Gibt's denn keine Abkürzung? Lange Reise. Müssen wir wohl darüber mit dem Schiff fahren wahrscheinlich. Das führt uns nach Skellige. Ich habe vor, nach Novigrad zu reisen. Sind wir da am Weingut? Hübsche Landschaften hier, aber. Puh. Das endet hier bei den Bestien. So ist gut. Wie grad, aber wie kommen wir da hin? Das ist das Ende der Fahnenstange. Wenn wir hier weiter hochgehen. Langer Weg. Wie reist man nach Novigrad? Wenn ich es heute nicht rausfinde, dann machen wir das. Dann recherchiere ich das mal bis zum nächsten Mal. Da führt mich die Sache hier hin. Schaut wohl so aus, als müssten wir zum Hafen. Dann tue ich das. Hier gibt es ein Schiff nach Novigrad. Auch wenn da auf der Karte eindeutig eher nur eine als ob. Müssen wir den Bär besiegen, damit wir hier von hier aus reisen können. Da ist doch das Weingut wenige Meter entfernt. Nehmen wir den hier.
Zur Schnellreise. Ins Drehbergtor. Das war heute mein Ziel von diesem Stream. Es war es schaffen, nach Novigrad aufzubrechen. Dass wir den nächsten Stream in Novigrad anfangen können. Vielleicht kriegen wir es ja noch gebacken. Hier gibt es Schiffe. Muss, wie wir damit reisen können. Ein Koffer? Oder zwei? Aufhören! Sorry, wollte ich nicht. Armer kleiner Junge. Hier soll es lang gehen. So ein Kräuterhändler oder? Langsam, langsam. Ist da das Zeichen auf sich? Kräuterhändler. Sei gegrüßt, junger Mann. Dein Haar mag grau sein, aber dein Gesicht und dein gerader Rücken künden von deiner Jugend. Hallo, was verkaufst du denn? Kräuter, junger Mann. Ich habe alles, was in dieser Gegend wächst. Du würdest staunen, was für nützliche Pflanzen es hier am Straßenrand gibt. Nicht allzu sehr. Wolfsband zum Beispiel. Blüht hübsch, lindert Schmerzen. Aber mit einer einzigen Handvoll kann man eine ganze Familie vergiften. Eine sehr nützliche Pflanze. Ja, was würdest du sonst noch empfehlen? Sieh dich um, junger Mann. Du scheinst dich auszukennen. Da zeige ich dir auch meine Spezialvorräte, die ich unterm Tresen habe. Du hast eine Pflanze, die gerade durch den Zaun, durch die Fenster rein, durch das Fenster rein wächst. Ein Questgegenstand oder was? Ja. Bis dann. Nichts übermäßig Interessantes. Los, los! Als ob plötzlich da nicht rüberkommt. Inzwischen wird mir der Fliegericht nur gerade angezeigt. Jetzt wäre ich hier schon drin. Hier liegt ein erstes Schiff vor Anker. Erlauben es an Bord zu kommen. Ich wundere, dass du überhaupt wiedergekommen bist. Nicht jeder von uns hatte das Glück. Bist du der Kapitän dieses Kahns? Was schert dich das? Weder noch. Ich reise nach Skellige. Dort muss ich hin. Dann schwimm. Die Inselbewohner und die Schwarzen. Alle greifen uns in diesen Gewässern an. Niemand segelt derzeit auf dieser Route.
Komm schon. Wer mit den Clans verhandelt, den lassen sie in Ruhe. Ich bin mir sicher, jemand hat das schon mal gemacht. Unwahrscheinlich. Außer vielleicht der dämliche Bastard Wolfstein von der Atropos. Ein Lügner, ein Dieb und ein Arschloch. Vielleicht hat er mit den Schweinehunden verhandelt. Wo finde ich ihn? Meistens in dem Schweinestall. Sonst im Goldenen Stör. Frag nach Flachmann. Jeder kennt ihn. Nee, eigentlich wollen wir nicht nach Skellige, oder? Nur wie gerade war das nächste. Mm-hmm.